Hallo Lieben, Svanchi ist gerade im wohlverdienten Urlaub und ich habe ein kleines, aber ganz feines Strickprojekt für euch, und zwar dieses Stirnband. Das Coole an dem Stirnband ist, es ist für Anfänger geeignet, und ich wollte euch ein paar Techniken zeigen. Zum einen, wie man Maschen richtig aufnimmt, wie man das Perlmuster strickt, wie man auf einem Nadelspiel strickt und den Faden zwischendurch ändern kann, wie man den Faden vernäht und wie man das Strickstück am Ende abkettet. Und alles, was ihr dafür braucht, sind zwei verschiedene Farben Wolle und Stricknadeln. Als erstes brauchen wir einmal ein Maß, und zwar euren Kopfumfang. Dafür könnt ihr einfach einmal schräg um euren Kopf rummessen, also so wie das Stirnband später auch liegen soll, dass die Ohren geschützt sind. Bei mir sind es jetzt ca. 58 cm. Dann schaut am besten mal auf die Verpackung eurer Wolle. Da steht meistens die empfohlene Nadelstärke mit drauf und auch so eine kleine Maschenprobe. Das heißt, wie viele Maschen wie viele Zentimeter ergeben. Und da müsst ihr euch das so ein bisschen ausrechnen. Meine Rechnung packe ich euch unten in die Infobox. Wenn ihr die Maschenanzahl ausgerechnet habt, dann können wir mit dem Maschenanschlag oder mit dem Maschenaufnehmen starten. Und dafür muss als erstes einmal ein Teil der Wolle vom Knäuel abgewickelt werden. Hier gibt es eine Faustregel, und zwar immer die dreifache Länge von dem fertigen Strickteil. Das heißt, wenn mein Strickteil später 50 cm lang sein soll, dann wickel ich jetzt dreimal 50 cm ab. Zum Aufnehmen der ersten Masche gibt es unterschiedliche Techniken. Die einfachste, finde ich, ist, wenn ihr einfach die Wolle einmal um eure Finger rumwickelt und dann das Ende der Wolle in einer Schlaufe durch diese entstandene Schlaufe zieht, und dann habt ihr eigentlich schon eure erste Masche, die ihr dann fest um eure Stricknadel ziehen könnt. Das Aufnehmen der weiteren Maschen ist jetzt ganz einfach, und zwar greift ihr einfach mit Zeigefinger und Daumen zwischen die beiden Fäden. Achtet darauf, dass der Faden, der von der Wolle kommt, am Zeigefinger liegt. Mit den anderen drei Fingern greift ihr einfach unten die Fäden zusammen und dann dreht ihr eure Hand zur Stricknadel einmal rum, sodass hier am Daumen eine Überkreuzung der Wolle zu sehen ist. Die Stricknadel wird dann von unten nach oben durch diese Überkreuzung am Daumen geführt. Dann greift ihr mit der Stricknadel den Faden vom Zeigefinger und zieht ihn durch die Überkreuzung durch. Und dann könnt ihr den Faden am Daumen einfach loslassen, den Faden gut anziehen, und schon ist eure zweite Masche entstanden. Wenn ihr genügend Maschen auf der ersten Stricknadel aufgenommen habt, bei mir sind es jetzt jeweils 30 Maschen pro Stricknadel, dann könnt ihr euch die zweite Stricknadel nehmen und die ganz eng neben die erste Stricknadel legen und einfach mit dem Maschenaufnehmen weitermachen. Und genauso macht ihr dann weiter mit Nadel 3 und Nadel 4. Das sieht ein bisschen komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Und natürlich ist, wenn ihr eine Rundstricknadel nehmt, das Ganze noch mal ein bisschen einfacher. Aber ich wollte euch ganz gerne zeigen, dass es eben mit einem Nadelspiel auch super gut funktioniert. Damit wir jetzt rund stricken können, achtet unbedingt darauf, bevor ihr jetzt startet, dass sich nichts verdreht hat an den Ecken, also dass die Maschen da nicht verdreht sind. Dann starten wir auch schon mit dem Perlmuster. Schnappt euch hier den Faden, der von eurem Wollknäuel kommt, wickelt den zweimal um euren Finger, damit es gut gesichert ist. Und dann nehmt ihr euch eure fünfte Stricknadel und könnt damit die erste Reihe abstricken. Und hier stricken wir jetzt ein Perlmuster, und das funktioniert ganz einfach, und zwar indem ihr immer im Wechsel rechte und linke Maschen strickt. Weil ich relativ fest stricke, quäle ich mich immer bei den ersten Maschen so ein bisschen, weil die relativ fest um die Nadel liegen. Wenn ihr da Probleme haben solltet, dann zieht die ersten Maschen auf jeden Fall nicht so fest, wie ich das gemacht habe. Und ich zeige euch aber gleich nochmal in der nächsten Reihe, wie ich linke und rechte Maschen stricke. Beim Perlmuster werden immer abwechselnd rechte und linke Maschen gestrickt. Die linken Maschen erkennt ihr immer ganz gut an dieser kleinen Welle, und die rechte Masche bildet immer eine kleine V-Form. Hier stricke ich eine rechte Masche, und zwar steche ich hinten in die Masche ein, hole mir den Faden von hinten nach vorne und nehme die Masche dann ab. Das ist bei mir eine rechte Masche. Und für die linke Masche liegt der Faden vom Knäuel vorne, also über der Nadel. Und dann steche ich einmal von vorne ein und ziehe den Faden durch. Und für die rechte Masche steche ich wieder hinten in die Masche ein. Das heißt, wenn ihr auf der Nadel eine linke Masche habt, strickt ihr diese rechts ab. Und wenn ihr eine rechte Masche gerade auf der Nadel habt, strickt ihr sie links ab. Der Farbwechsel funktioniert ganz einfach. Und zwar, wenn ihr einmal die Runde herumgestrickt habt, könnt ihr einfach den Faden hängen lassen und mit dem neuen Faden starten. Und genauso im Wechsel wieder rechts, links die Maschen abstricken. So macht ihr dann über die komplette Breite des Stirnbandes einfach weiter, und wenn ihr am Ende angekommen seid bzw. eure gewünschte Breite erreicht ist, könnt ihr das Ganze abketten. Und zum Abketten kannst du einfach die ersten beiden Maschen ganz normal abstricken, und dann ziehst du mit der linken Stricknadel
die hintere Masche über die vordere Masche. Und damit ist die Masche gesichert und du kannst die nächste Masche einfach abstricken und ziehst dann wieder die hintere Masche über die vordere Masche, über die Nadel rüber. Strickst die nächste ab, ziehst die hintere Masche wieder über die vordere und so weiter und so fort, bis du einmal rundherum das Ganze abgekettet hast. Wichtig ist, dass du den Faden hier auch nicht zu straff ziehst, weil sonst später ja der Bund relativ eng wird und das Ganze dann zu fest am Kopf sitzt. Jetzt müssen wir die überstehenden Fäden einfach nur noch vernähen und das geht am besten mit so einer Nadel mit einem großen Öhr und einer abgerundeten Spitze. Dadurch ziehst du deinen Faden und dann brauchst du einfach nur im Verlauf der Maschen den Faden über ein paar Reihen mitführen und schon hast du die Fäden vernäht und dein Stirnband ist fertig. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und teilt es, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder mit Swantje zusammen und bis dahin bleibt mir kreativ, ihr Lieben. Ciao!